Guten Tag alle miteinander, hier ist wieder GBF Akademeister mit dem Let's Play von Age of Empires 2. Kaiser im Pökelfass, irgendwo hier oben hockt er jetzt gerade in seinem Karren mit dem Dorfbewohner, der ihn durch die Gegend kutschiert. Ist einfach nur ein gewöhnlicher Dorfbewohner, kein Ritter oder sowas, ist einfach nur einer von vielen Typen. Und ja, wir sind gerade dabei, hier an Saladin vorbeizukommen, der irgendwie keine Einheiten ausbildet, was ich gut finde. Vielleicht kann er es auch nicht, weil er zu viele Einheiten schon in Benutzung hat und keine neuen ausbilden kann, weil er seine Bevölkerungszahl erreicht hat, wie wir auch. Aber dank unserer Überzeugungsarbeit gegenüber den Kriegselefanten haben wir es ja geschafft, uns zumindest diesbezüglich zu erweitern. Kann natürlich nichts Neues ausbilden, das heißt, ich muss aufpassen mit dem, was ich jetzt mache. Was ich jetzt aber auch machen wollte, ist eben diese Zelte zerstören. Ich habe ja beim letzten Mal angemerkt, dass das irgendwie keine Hütten sind. Sind sie allerdings doch. Es sind ja, Zelte und es gibt auch Jotenhütten von den Mongolen, wie wir sie in Mission 1 kennengelernt haben. Und diese sind tatsächlich, genauso wie Hütten, geben sie plus 5 auf die maximale Bevölkerungsanzahl. Also das heißt, wenn wir jetzt Einheiten von ihm töten, dann könnte es sein, dass er wieder was freikriegt, um dann hier neue Einheiten auszubilden. Und das will ich natürlich nicht. Erstmal will ich natürlich seine Hütten am liebsten zerstören, damit er dort keinen Ärger mehr machen kann. Jetzt habe ich das Problem, dass er hier Elite-Mamelucken hier rumrennen hat, aber wir gucken mal. Von was werde ich angegriffen? Ah, jetzt langsam kommt er auf den Geschmack, oder wie sehe ich das? Hm. Okay, dann muss ich wohl eher hier jemanden vernichten. Ich meine, ich kann auch die Elefanten losschicken. Ich habe ja eine riesen Armada von Elefanten, also warum nicht nutzen? Da sie Verbündete sind, kommen sie auch da durch. Wie unschön. Vielleicht können wir ihn ja überzeugen von unseren guten Absichten. Tor wird zerstört und dann zerstören wir auch Saladins Tor hier. Gut, er ist gestorben. Wird hier jemand angegriffen? Oh ja, ein Mönch hat ein Sarazenenschwert abgekriegt oder was sie da auch immer werfen, die Elite-Mamelucken. Aber ich merke schon. Ah, wo kam der denn her? Scheint hier neue Einheiten rauszuzaubern. Scheint irgendwie gemerkt zu haben, dass ich ihm auf der Spur bin, sozusagen. Und vielleicht ist er jetzt aufgewacht. Ich habe das Spiel ja neu geladen. Und hier habe ich den Verdacht, dass er jetzt anfängt, seine Einheiten jetzt hier zu mobilisieren. Vielleicht hätte ich nicht neu laden sollen. Er war so schön passiv die ganze Zeit. Ihr Dorfbewohner könnt vielleicht mal hier eine Art von Kanonenturm bauen. Wenn wir Steine hätten. Übrigens, Steine gibt es hier unten, ja. Da könnte ich auch was aufbauen. Allerdings würde ich dadurch hier Richard Löwenherz aktivieren und das will ich noch nicht. Außerdem hat er einen Marktplatz, wie mir mal aufgefallen ist, wodurch wir durch Handel 49 Gold pro Marktkarren kriegen könnten. Wenn wir natürlich Marktkarren ausbilden könnten, was ich nicht kann, weil ich natürlich wieder keine Slots frei habe für die Bevölkerung. Ich meine, ich kann sie natürlich töten hier. Pikniere, kommt bitte mit. So, das Tor ist hinüber. Packt die Tribocke ein. Und dann wollen wir mal sehen. Wo ist der Kerl abgeblieben? Rennt er irgendwo rum? Na gut, mir kann es egal sein. Oder ist nicht so wild. Ich glaube, das Tor müsste ich auch mit den Elefanten kurz und klein kloppen können. Oh, sie können sogar durch dieses Mauerstück durch. Werde ich erstmal hier seine Produktionsstätten hier im Norden platt machen. Ah. Wir werden attackiert. Und er ist mal wieder zu langsam. Ja, das ist das dumme Mamelucken. Die haben genau dieselbe Bewegung drauf wie alle anderen Fernkampf-Kavallerieeinheiten. Und seht ihr, wie viel Schaden die machen? Das ist fast besser, wenn ich hier meine Fernkampf-Mönche einsetze, sozusagen.
Seien sie erreichen ihn. Ein Kamelreiter. Ja, weil Elefanten gelten als Kavallerie. Und Kamelreiter haben ja einen Bonus dagegen und alle anderen auch. Also alle. Also Mamelucken meine ich. Aber da sie so viele Lebenspunkte haben, fällt das nicht wirklich ins Gewicht. Okay. Tötet bitte auch den da. Und dann macht euch mal auf zum Dorfzentrum. Die haben ja zum Glück einen guten Schutz gegen Beschuss. Das heißt, die gegnerische Kavallerie wird mich nicht so tangieren. Aber ich kann natürlich mit meinen Reitern und den Hellebardieren ein bisschen versuchen, sie aufzuhalten. Noch mehr Elite-Mamelucken. Ja, das ist das Nervige jetzt. Sie sind fernkampftechnisch überlegen. Aller Bestschützen werden ausgebildet. Ja, Saladin ist dabei, uns zu nerven. Ich werde allerdings erstmal hier seine anderen Sachen platt machen. Alles, was er noch ausbilden kann. Irgendwo hier war, glaube ich, auch noch, ja, da kommen dann aller Bestschützen weg. So. Pikniere, bitte greift den da an. Oder von mir aus auch Paladine. Du kannst dich auch um den da kümmern, zusammen mit deinem Kollegen hier. Das ist Moose. Das ist schon mal gut. So. Ihr könnt euch auch um den Mamelucken da kümmern. Ach, das ist hier so ein Wettlauf, ey. Der ist schrecklich mit anzusehen, wie ich immer finde. Könnte vielleicht Mönche ausbilden. Oh, eine Reliquie ist hier drin. Auch nicht schlecht. Lauf mal woanders lang. Die Elefanten erwischen ihn nicht. So, der ist platt. Dann greift auch schon mal diese Brutstätte der Fernkämpfer an. So, und ihr habt wohl keine Chance gegen diesen Ansturm. Was beschwört mich hier? Beschwört mich etwas? Ist hier ein Mönch? Tatsächlich, hier ist ein Mönch. Oh nein, er könnte einen Elefanten hier überzeugen. Aber hat er nicht geschafft. Okay. Aber wir müssen definitiv dann das Kloster vernichten. Das sehe ich als erwiesen an. Hey, du alter Hellebardier, wo willst du denn hin? Du musst zu deinen Kollegen. So. Wir müssen langsam auch mal die Burg da weg. Ich will keine weiteren Elite-Mamelucken hier haben. Was machen die jetzt? Ja, hoffentlich greifen sie mich nicht an. Ne, machen sie nicht. Okay, beschwört ihn weg! Okay, sehr gut. Hier wird wieder ein weiterer Stall gebaut. Ah, da kommen die berittenen Bogenschützen weg. Oder? Doch, müsste eigentlich. Wo kommen die berittenen Bogenschützen weg? Okay, die Paladiner haben es irgendwann mal geschafft, jemanden zu töten. Das ist schön. Was gibt es sonst noch hier? Nur ein Lager und viel mehr nicht. Wo sind meine Reiter abgeblieben? Wo sind meine Reiter? Helft mal denen da. Sind das schon alle?
Oh, die anderen sind gestorben. Ups, zwei sind gestorben. Ich habe sie leider vergessen. Naja, damit muss ich wohl leben. So, Reliquien. Gut. Scheint zu funktionieren. Halt, da ist jemand ein Mönch. Gut. Dann nochmal diese Brutstätte da oben platt machen, bitte. Das wird hier von einem einsamen Allerbestschützen angegriffen. Übrigens, die Schützen des guten Auges sind Spezialeinheiten, die nicht ausgebildet werden können. Die sind auch wieder so eine Sondergeschichte von den Sarazenen. Spezialeinheiten, die nur auf die Map geladen werden. Hey, da ist ja noch einer. Ah, der war das, ne? Ach, egal. Ich bin ein bisschen konfus jetzt gerade. Sah alles so gut aus. Gut gemacht. Ist der auch weg. Okay. Übrigens, Spione, das habe ich jetzt erst erfahren. Das hängt davon ab, wie viele Dorfbewohner der Gegner hat. Das heißt, wenn er keine Dorfbewohner hat, ist es super billig für uns. Und je mehr Dorfbewohner er hat, desto schwieriger oder teurer wird es halt, Spione zu entwickeln. Desto mehr Leute muss man quasi bestechen, damit sie dann zu Spionen werden. Aber wenn er nur ganz wenig hat, was ja am Anfang wohl der Fall war, dann kostet das nur 200 Gold. Und das hat mir jetzt natürlich sehr geholfen. Hey, hey, hey. Okay. Rache für unsere zwei Ritter, die da gestorben sind. Du Mistkerl. Du Mistburg. Okay, der Elefant erreicht sie nicht, aber die Helebardiere dürften diese Frau dort erledigen können. Okay. Bleibt defensiv. So, eine Frau ist hier noch. Natürlich gibt Saladin noch nicht auf, weil er hat ja noch seine anderen Brutstätten hier im Süden. Das ist eine weitaus größere Siedlung. Und er hat auch schon wieder Holz für ein paar Felder zusammengekratzt. Interessant, interessant. Und er bildet neue Einheiten aus. Also er ist wirklich jetzt im Kommen sozusagen. Können ihn noch nicht abschreiben. Aber ich werde auf jeden Fall seine Möglichkeit zur Regeneration reduzieren, indem ich jetzt bald die Dorfzentren da platt mache. Oder das, die Häuser, meine ich. Ja, ein paar Mühlen können ja auch noch zerstören. Aber hier im Norden ist er dann erstmal besiegt. Und wir können wieder hier hingehen. Oder aber, ich denke, ich könnte vielleicht auch schon eine Waffenschmiede platt machen von ihm hier. Wenn ich einen Tribok hier hinstelle, irgendwo hier im Süden. Erstmal kommen die Elefanten zurück. Diese ganzen Leute hier kommen auch zurück. Das, was ich noch retten konnte. Okay, vorwärts. Habe ich sonst noch einer hier stehen? Ich glaube nicht, wa? Der Gegner ja auch nicht mehr. Also ist Saladin aus diesem Bereich der Karte auch vertrieben. Gut. Aber er hat schon mal wieder was organisiert, so wie es aussieht, wa? Ja, Saladin sollte man nicht unterschätzen. Dumm ist nur, dass hier dann hier Wälder sind. Da kann ich meine Triebböcke nicht so gut platzieren. Und das hier sind bloß Damaskushäuser von den Persern. Die zu zerstören hat keinen Sinn mehr, weil Damaskus sowieso schon aufgegeben hat. Also die sind ja erledigt. Und ich will Saladin auch keine Möglichkeit geben, hier zu mir durchzubrechen. Anders erreiche ich den ja wohl kaum, ne? Wenn ich einen nur Nager hätte, könnte ich da mich hier einfach so durchschießen. Aber ich habe ja keinen mehr. Vielleicht muss ich wirklich mal ein paar Leute sterben lassen. So, jetzt kann ich wieder was ausbilden. Okay, Onaga bitte.
einen erstmal. Was kann ich noch brauchen? Was brauche ich an Einheiten? Verstärkte Burgen brauche ich nicht wirklich mehr. Jetzt, wo ich was ausbilden kann. Einen berittenen Bogenschützen. Einen einzigen. Die sind auch witzig, wie ich immer finde. Holz und Nahrung habe ich jetzt ja genug. Das reicht ewig aus. Oh, ein Mönch ist auch noch erschaffen worden hier ganz nebenbei. Na gut. Entwickeln wir weiter zum Belagerungsunaga und schicken die beiden dann los. Den Unaga natürlich hierhin. Er wird neue Einheiten ausbilden. Schützen des guten Auges. 7 plus 4 und keine wirkliche Rüstung, außer dem, was sie an Boni dazu bekommen haben. 8er Reichweite haben sie. Sind die wirklich besser als allerbestschützen? Ja, ein bisschen mehr Lebenspunkte. Aber dieselbe Reichweite. Ah, sie machen mehr Schaden. Um einen Punkt mehr Schaden. Und haben ein bisschen mehr Lebenspunkte. 15 Lebenspunkte mehr. Also nicht gerade besonders beeindruckend, wie ich finde. Habe ich schon cooleres gesehen. Ich könnte den Kaiser in einem Fass entfernen und töten. Aber dann wäre die Mission gescheitert. Warum sollte ich das also tun? Was haben die für eine Reichweite? 3. Die haben 7. Ich denke auch gerade, vielleicht wären ein paar Bogenschützen nicht schlecht, wa? Was haben die für eine Reichweite? Hier die gleichen Kanoniere 7. Die Schützen nur 5. Und die haben 5. Die haben 4 und die haben 7. Ein paar von denen wären sicher auch nicht schlecht. Vielleicht sollte ich meine Pikeniere mal entfernen. Ein paar mehr davon. Um dann hier ein paar nette Schützen zu erhalten. 5 Stück. So. Belagerungsunaga ist entwickelt. Schieß mir mal einen Weg frei. Wenn ich in Ruhe bombardieren kann. Auch eine 8er Reichweite. Also ich könnte auch die gegnerische Kavallerie, die da rumgeistert, erschießen. Aber die wird wahrscheinlich eher ausweichen und ich würde die Mauer nicht zerstören. Das ist bloß ein normaler Steinwall. Ups, nein, nein, nein. Halt. Du nicht. Wir holzen jetzt gut durch. Okay, sollte genug Platz sein. Vielleicht erreichen sie es ja. Ja, sehr gut. Weil die Gefahr natürlich immer ist, dass er das woanders wieder aufbauen will. Okay, wir werden beschossen, aber da die 150er Schutz gegen Beschuss haben, ist das nicht so schlimm. Obwohl, oh, flüchtet! Okay. Oh, das sieht so günstig aus, wa? Das sieht so günstig aus, da reinzuschießen jetzt. Es wird geladen. Es wird geladen. GBF 60609. Das macht mir Spaß. Was? Mönche? Wo ist ein Mönch?
Okay, Rückzug erstmal. Du kannst ihm vielleicht helfen, sich zu reparieren. Und du auch. So. Mönche habe ich genug. Leichte Kanoniere mit einer Reichweite von... Ja, ist immer noch 7. Hm. Ich dachte, es wäre mehr. Ich dachte, die kriegen doch noch einen Bonus irgendwie auf die Reichweite, aber das kriegen muss die Schützen. Und hier ist wirklich ein Mönch. Er bildet jetzt aus. Ich muss ihn ein bisschen reduzieren. Und Tribocke hat er... Hat er hier was abgezogen? Weil... Richard natürlich nicht. Er wacht auf. Er könnte jetzt echt nochmal zu einer Bedrohung für mich werden. Seine Hütten müssen weg. Friede den Hütten, Krieg den Palästen oder Krieg den Hütten und allem anderen auch. Wenn ich hier durchbreche, könnte ich eigentlich hier was ausrichten, denke ich gerade. Dann könnte ich schnell eine Mauer hochziehen. Schön reparieren. Folgt er dem auch? Ja, sehr gut. Die andere Dame. Ah, sie ist schon weit gelaufen. Jetzt tummelt er sich hier. Er wollte mich mit seinen Trieböcken wahrscheinlich selber angreifen. Typisches Bewegungsmuster von ihm. Aber wenn ich einen Durchgang hier schieße, einfach durchbreche, seine ganzen Hütten platt mache, könnte es klappen. Bewegt er sich nämlich hier wieder am Rande. Fieser Kerl ist das. Er schießt mal diese Typen da. Das geht. Läuft nicht so gut. Nein, überhaupt nicht. Und hey, du kommst zu spät. Ja, sag ich dazu. Triebbocke. So, ich kann die Mauer ja vernichten. Laden? Wird schneller geladen diesmal oder dauert es auch wieder so lange? Warum dauert das diesmal so lange? So. Na, da sieht man schon. Sie schießen auf mich oder sie wollen auf mich schießen. Vielleicht sollte ich doch mehr Tribocke ausbauen, bilden. Einfach um hier ein Schnippchen zu schlagen. So, außerdem können wir uns die Reliquie mal besorgen hier. Naja, sie wollen unbedingt dahin. Tja, mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Reichweitentechnisch kann ich die Mauer erreichen und sie mich aber nicht. So, die Mauer ist gleich hinüber. Test, Test, Test. So, und da wollen sie alle durchbrechen. Zeit für die gute alte Kavallerie.
Und sogar einen vernichtet. Bringen Sie zu uns ins Kloster. Oh. Ah, gut, hat der Unaga. Hütten zerstören. Das hat jetzt Priorität. Wie sieht's hier aus? Weniger ausbilden kann, desto besser. So, und wir können auch diese Städte da fertig machen. Diese Städte des Bösen. Angriff findet hier statt. Ein schwerer brennender Bogenschütze beschießt meine Palisaden. Oh nein! Der Verlust ist zu groß. Wo wollt ihr eigentlich hin? Sollte besser auch aufpassen hier auf unsere Leute. Wo ist die Reliquie? Ist sie schon da? Wo ist der Mönch? Ist er erschossen worden? Ne, da kommt er. So, und irgendwo ist ja ein Mönch, ich höre ihn schon. Warte mal, da müsst ihr eigentlich... Ah, von da kommen. Stürmt! Das Dumme ist, die haben so viele berittene Einheiten. Dagegen hilft mir eigentlich nur Gold, mit dem ich dann ein paar Steine kaufe. Zum Glück sind die auch super billig jetzt, oder verhältnismäßig billig. Sodass ich eine Burg errichten könnte, mitten unter ihnen. Mönche da, wo kommen die alle her? Da aus dem Kloster, okay, alles klar, ich sehe es. Erstmal muss ich die Mönche beseitigen. Hier ist noch ein Mönch.
Ups, einer ist bekehrt worden. Lasst euch davon nicht irritieren. Ah, ich habe Ketzerei. Das rettet mich dann. Vorübergehend. Ich werde ein paar Elefanten verlieren, aber das ist inzwischen vernachlässigbar, weil Opfer müssen gebracht werden. So, beseitige ich mir auch den Mönch, bitte. Ja, die schießen alles platt hier. Wo sind meine wunderbaren Dorfbewohner abgeblieben? Wo sind sie? Sind sie tot? Ja, ist schlecht. Ich habe keine anderen in der Nähe hier. Wo sind die beiden? Sind sie tot? Mist. Das wäre sehr... Ne, da sind sie. Okay, sie kommen. Zug der Elefantenhorde. Bei dem, was davon noch übrig ist. Ich habe wirklich viele verloren hier. Die Mönche stehen im Weg rum. Ich fasse es ja nicht. Wo ist meine Kavallerie eigentlich abgeblieben? Da oben. Ich verliere zu viele Einheiten. Dahin kriegen würde. Ariasses, ne, meine Elefanten! Meine wunderbaren Elefantenhorden! Vielleicht muss ich das Ganze anders angehen. Aber solange sie mit den Elefanten beschäftigt sind, kriege ich vielleicht meine Burg noch fertig. Ah, ich glaube, das ist aber dumm. Das ist alles sehr dumm, was ich hier mache, glaube ich. Die Idee ist nicht schlecht, an der Burg hinzusetzen, ne? Aber die Umsetzung war jetzt echt Käse. So. Der Durchgang ist da. Nahrung verkaufen. Vielleicht reicht das auch schon, wenn ich die hier hinsetze.
Ich hasse diese Mamelukentypen, ne? Das ist unfassbar, wie sehr ich die nicht leiden kann. Sein allerbestschütze, ja, okay. Reiter, nein! Lockt sie woanders hin. Ihr solltet euch nicht so weit ablenken lassen. Hier noch ein Mönch. Da ist einer und da ist auch noch einer. Komm schon, wenigstens bis die Burg fertig ist. Nicht optimal, aber es läuft schon ein bisschen besser, würde ich sagen, als beim letzten Mal. Saladin entsendet wirklich einen ganzen Haufen, was er alles kann. Und er hat noch genug... Ja, eigentlich will ich ungern seine Dorfbewohner töten, weil die belegen ja auch Slots bei ihm. Und als solches ist es wahrscheinlich dann... Oh, ich stehe schon direkt vor Jerusalem. Mit meinen Elefanten. Oh, die rennen wirklich weit. Aber bildet auch schon Tribocke aus. Okay, kehrt mal alle zurück, bitte. Ich brauche euch hier. Vielleicht lenken sie auch gerade das alles ab, was mich stören könnte. Aber ich glaube, bis dahin ist die Burg fertig. Ich hoffe es zumindest. Fertig. Los geht's. Ich glaube, die können ja... Können die in die Burg? Die können in die Burg. Sehr schön.
Das gibt mir doch wieder ein bisschen Hoffnung. Wenn ich mich dahinter verschanzen kann. Haben wir ein paar Mönche verloren? Sieht fast so aus, wa? Der Mönch, der mich hier stört. Seit ich mal den Turm da, wo ihr gerade da seid. Alle in die Burg. Oh, ist kein Platz mehr. Nein, ein Mönch muss draußen bleiben. Überzeuge ihn, bevor du stirbst. Oh, hat's geschafft. Die Bocke sind schon wieder da. Elefant kriegt das vielleicht alleine hin. Muss eben die Bocke ausschalten hier. Meine eigenen Stellung bringen. Was ist dieser blöde Mönch? Ich sehe keinen. Ja, ich werde von Saladin angegriffen. Ich weiß das doch. Oh, meine Burg ist fast schon wieder hinüber. Nicht kaputt gehen, Burg. Danke. Hui, gerade noch rechtzeitig. So. Irgendwas glitzert da immer. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wo ist dieser blöde Mönch? Apropos Mönch, ich glaube, ich sollte mal hier das Kloster vernichten. Das ist ja super nervig. Da ist einer. Zinn kann ich nicht entwickeln. Jetzt schießen die mit Pfeilen. Yeah.
Da ist ein Mönch abgeblieben. So, wegen sind wir die Mönche los. Oder? Das Geräusch ist... Da ist noch einer. Wo ist noch ein Kloster? Herrgott. Da. Hat er schon wieder ein weiteres gebaut? Der Mann ist ja unaufhaltsam. Da sollte ich die Gelegenheit nutzen, wo er abgelenkt ist, und seine Burg attackieren. Dorfbewohner sind tot. Ich habe noch ganz wenig Einheiten tatsächlich. Es wird Zeit für ein bisschen Verstärkung, würde ich sagen. Aber was für ein Kampf auf einmal war. Das sind alles diese dummen Fernkampfeinheiten, die er hat. Geh mal in die Burg rein, bitte. Plänkler. Sind Plänkler gut? Gegen hier... Gegen Schützen, ha. Ich meine, davon kann ich unendlich bauen, im Grunde genommen. Aber ich könnte auch... Ja, jetzt habe ich kein Gold mehr. Dorfbewohner. Zäher Kerl ist das. Wieder rennen alle aus der Burg raus. Und da kommt schon der nächste Mist an. Ich will den Tribok nicht markieren. Läuft wieder nicht mit. Er entsendet so viel von seinem Mist, was er hat. Oder? Meine Elefanten kommen nicht hinterher. Da ist ein Elefant gestorben im Kampf gegen einen Turm. Mönche überall. Die Burg hinüber. Aber hier kommt keine Ruhe rein, oder? Geht doch. Sie können... Oh, ich kann das nicht in solchen beschädigten Gebäuden einquartieren. Toll.